Und jetzt sitzt du hier im Bett. Ohne. Ohne alles. Ohne Schläuche. Das ist ja nett, dass du nochmal vorbeikommst. Ja, natürlich. Du hast nicht aufgegeben. Das ist das Allerwichtigste. Das habe ich dir von Tag 1 gesagt, dass es mit Aufgeben nicht funktioniert hier. Du hast weitergekämpft. Du musstest. Ein großer Anteil der Patienten, die auch bei uns auf der Lungentransplantationsliste sind, erreichen gar nicht die Transplantation, weil sie vorher versterben. Und deshalb muss man sagen, und da ist auch die Politik, das sind wir als Gesellschaft gefordert, dass man versucht, wirklich sozusagen alle Möglichkeiten ausschöpft, dass wir eine optimale Organspende und auch Organverwertung sozusagen gewährleisten können. In der Zeit, wo ich jetzt hier bin, über 2 Wochen, gab es viele Aufs und Ab. Also ich habe nach 2 Tagen so Herzrhythmusstörungen bekommen. Vorhofflimmern hatte, dann hatte ich kurz danach eine Blutung zwischen Lunge und Rippen oder Brustkorb. Man hat dann auf den Röntgenbildern 2 Tage später festgestellt, dass es ein Bluterguss ist, ein recht großer. Die Lunge schon eingedrückt war, ziemlich stark. Und dann hat man später nochmal eine OP machen müssen, hat nochmal alles ausschneiden müssen. Und den rechten Lungenflügel nochmal zusammenfallen lassen, um das restliche Material, also das trockene Blut, rauszuputzen. Und dass das dann alles wieder ordentlich ist. Der Herr Röder ist ja eigentlich eher mit sehr schlechten Karten in diese Transplantation gegangen. Wir wollten sein Leben retten. Es hätte ja so auch nicht mehr funktioniert. Und dafür, muss man sagen, hat sich der Röder wirklich exzellent erholt. Geht's? Ich interessiere mich persönlich für Vorgeschichte von den Patienten. Juckt das immer noch? Ja. Die haben vieles erlebt, bevor die hier gekommen sind. Dann kriegen die ein neues Organ und dieser gesamte Prozess ist für Körper schwierig, für Psyche schwierig. Man ist von Familie getrennt. Besser? Es motiviert mich, diese Fortschritte zu gehen und dieses Gefühl zu haben, dass ich da beigebracht habe. Ja, das tut mir gut. Das tut's weh. Hier ist noch empfindlicher. Entschuldigung. Nächste Woche Mittwoch geht's in die Reha-Klinik an den Königssee und bin natürlich auch voller Erwartung, weil ich natürlich auch wieder gern selbstständig laufen möchte, wieder zu Kräfte kommen. Und dass man einfach wieder sich bewegen kann. Mein Ziel ist wirklich, in 3 Wochen so fit zu sein, wenn es geht. Und dass sie mich da entlassen und ich endlich nach Hause komme. Ich weiß gar nicht, wie viele Drainagen ich hatte jetzt seit der OP. Oh. 2, 3. Ich finde, medizinische Pflege hat eine ganz große Aufgabe, auch seelische Pflege zu leisten. Und ich finde das ergänzend. Wenn das die Farbe jetzt ändert, das ist von Jod. Die Lila. Sieht super aus. Ja. Mhm. Nicht nur Seelsorge macht Seelsorge, sondern alle miteinander machen wir eigentlich Seelsorge. Es geht um existenzielle Fragen und alle sind wir da gefragt, miteinander für die Patienten und die Angehörigen gut da zu sein und das ernst zu nehmen und aufzunehmen. Wohlbefinden steigert auch Genesungsprozess. Wenn sich eine Person gut fühlt, dann ist die auch gleichzeitig mehr motiviert, mehr zu machen. Und das versuchen wir hier jeden Tag. Ja. Oh ja, so weit geht's gut. Unsere Aufgabe hier ist es,
ihn quasi auf das Leben draußen vorzubereiten, dass er seinen Alltag wieder meistern kann, dass er wieder lernt, mit den alltäglichen Gegebenheiten zurechtzukommen, dass er so kräftig und fit wird, dass er eben das Krankenhaus selbstständig verlassen kann, dass er keine Hilfsmittel mehr braucht. Sehr gut. Gut. Ganz ausatmen. Und der nächste. Das ist auch für die Psyche vom Patienten ganz wichtig, dass er einfach wieder auf eigenen Beinen steht, dass er wieder selber durchs Leben läuft, könnte man sagen. Und das hilft ihm, mit der ganzen Situation auch besser fertig zu werden. Genau. Mit der Ausatmung langsam zurück. Genau. Und Pause. Für mich ist der 21. der Tag der Transplantation, wo es angefangen hat. Wie es viele glauben machen, ist es der typische zweite Geburtstag. Die zweite Chance, die man kriegt, zu leben und auch wieder zurück in das normale Leben zurückzukommen. Ich hoffe, dass das auch alles soweit funktioniert und es wird für uns alle in der Familie ein besonderer Tag sein.